So, es gibt heute zwei Möglichkeiten zu dieser Figur hier. Welche Bedeutung hat dieser Aufkleber im Kraftfahrzeug? Ja, damals war es die 88 noch, heute ist eine andere Zahl da drin. Hier ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, was könnte das sein? Welche Bedeutung hat dieser Aufkleber am Kraftfahrzeug? Das ist ein Aufkleber auf jeden Fall. A. Langzeitparkscheibe. Das stellt man, klebt man am Auto rauf und dann darf man so lange parken, solange man hier am 3. Monat 1988 hier gestanden hat. Darf man so lange parken. Oder B. Letzte Warnung einer terroristischen Organisation an den Fahrzeughalter. Ja, was könnte es sein? A oder B? Ich lese es mal vor. Welche Bedeutung hat dieser Aufkleber am Kraftfahrzeug? Langzeitparkscheibe, letzte Warnung, eine terroristische Organisation an den Fahrzeughalter. Also A, Langzeitparkscheibe, B, letzte Warnung einer terroristischen Organisation an den Fahrzeughalter. Ja. So, willkommen zum nächsten Teil Euro Truck Simulator 2. Wir sind immer noch hier von Łódź nach Genf unterwegs und haben hier wieder eine kleine Meute vor uns, die uns ausbremst. Blinken, dass sie wissen, dass ich abbiegen möchte. Machen die anderen zwar auch nicht, aber egal, ich mach das. So, und gleich geradeaus, ne? Nach Berlin wollen wir ja nicht. Den Heini besuchen, MS Heini 30. Halt, die fahren wir zu schnell, ne? Böser Junge. So, 84. 10. Gang, auch ganz schlecht. So, 11. Ja, wir fahren ja mit dem Volvo mal wieder. Mal kurz von außen zeigen, wie ihr wollt. Hochzufahren zu fahren ist immer schwer. Aber es geht, wenn es gerade ausgeht zumindest. Gut, ich muss hier rüber. Wir wollen hier nach Rostock, wir wollen ja nach unten nach Genf. Jump, 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 jump. So, dann haben wir dieses Autobahnkreuz auch hinter uns hier. Jetzt geht es weiter runter. Wir haben ungefähr noch eine 4 Stunden Zeit zum Schlafen. Gehen schon mal runter hier ein bisschen. Mal gucken, was wir weiter schaffen so. Ja, der Globetrotter. Schwierigkeitsgrad gleich 80% wieder. Ja, geradeaus geht's, wie gesagt. Schwerer wird's, wenn ich die Taste drücke hier. Ups. Die hier. Boah, nicht von der Bahn abkommen. Yeah. Da kommt die Kurve. Muss man hier die Spur halten können, ne? Hat mal verschissen. Oh, das hat auch. Shit! Abdrängel! Das hat doch keiner im Let's Play gemacht, ne? Glaube ich. Oh,
La la la. Da sieht man was anderes mal vom Truck, ne? Nicht immer dasselbe. Gegenlenken. Oh. Vorsicht, ich habe Alkohol getrunken. Warum schwank ich so? Jetzt kommt die Kurve, wird mir schwer. Ah, geht eigentlich. Boah, bleib auf deiner Spur, Andreas. Ja. Ah! Hilfe! Entschuldigung! Entschuldigung! Lalalala. War nichts gewesen. Musste ja passieren, ne? Boah, nicht auf der Standspur fahren. Ich glaube, ich soll Warnblinker anschalten. Oh. Jetzt geht's bergab. Auf. So, wie muss ich gleich fahren? Geradeaus oder geradeaus, ne? Schwer die Spur zu halten so. Oh. Ah, nicht dahin. Dahin. Nicht so weit, Andreas. Nicht dagegen. Ui, 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 ui. Ah, nicht so weit. Autobahn funktioniert das einigermaßen. Oh. Vor allem wenn die Kamera so umschwenkt, das ist natürlich ein mehr, muss man plötzlich ganz umdenken, ne? Ja, und ich blicke jedes Mal beim Spurwechsel, ich kann gleich hier rübergehen. Er hält an, das ist gut. Ich habe Angst vor mir. Oh, Unfall! Auf der Gegenspur war gerade ein Unfall. Zwischen zwei PKWs. Die haben mir zugeschaut wahrscheinlich, wie ich hier von außen fahre. Ah, man gewöhnt sich da dran. Ups. Oh, bleib auf der Spur. Nicht gegen ran. Ja, es klappt. Mal gucken, wie es dann anders wird hier. Einkommen, 4-2, sehr gut. Schon. Also geradeaus ist kein Problem. Oh, gleich muss ich abbiegen. Ah, nicht auf die Standspur. Ich bin hier, aber jetzt kann ich nicht rausfahren, ne? Boah, knapp! Oh, 60, ne? Oh. Jetzt noch Gas geben dabei, besonders schwer.
das ist ja langsam. Boah. Tut mir leid, danke. Wenn ich dagegen komme, ist Mist. Ich weiß nicht, wie weit ich Abstand habe, immer wenn die Kamera umgeschwenkt. Ja, die ganze Folge nur so fahren, ne? Ich bin 73 hier. Oh, Kurve. Ah, danke, danke Kamera, danke. Ah! Entschuldigung. Ah, was mache ich jetzt hier? So, will ich wieder 30, 80 fahren hier. Ich fahre wie besoffen hier, ne? Nicht auf die Tanke. Nächstes müssen wir schlafen, glaube ich. Oh. Ist er durch? Ja. Oh, bleibt auf der Spur. Wenn ich auf die andere Spur hier komme. Das ist ja gut auch so, ne? So können wir weiterfahren. Ein paar Kurven hier. Zwei Unfälle bis jetzt gehabt. Das war fast der dritte gewesen. Oh, falsche Spur, Andreas. Ja. Mit Kurve. Bin auf meiner Spur begonnen. Frage beantwortet. Danke, ist überhaupt nichts mehr. Top. Ah. Oh Manometer. Nein, dritter Unfall. So, wann muss ich schlafen? In einer Stunde, 52. Also nächste Tankstelle ist meine. Ja. Ja, ich mag es extrem. Falsche Spur, Andreas. Toll, schön für... Die Ecke hier. Wir kurz von Neu... links hier. Die Stadt mit N. Nürnberg. Wow. Oh, das war gerade knapp. Uiuiuiui. Das ist mal was anderes, ne? Boah, nicht dagegen fahren.
Was ist da für eingeschätzt von mir? Ich kann mich gleich weg da, wenn es so langsam ist.